Stelzner mit S plus G. Entschuldigung. Schirm, bitte. Grüß euch, liebe Freunde. Danke, dass ihr durchgehalten habt bis jetzt. Sonst sehen wir nichts. Freunde des Friedens, Brüdern und Schwestern, ich liebe euch. Gott liebt euch. Ich will kurz sprechen. Ja, danke. Also vor ein paar Friedensmahnwachen war ein bekennender Zionist bei uns, der hat hier gesprochen. Und es ist unwesentlich, ob das gut oder schlecht war, was er da gesprochen hat. Wichtig ist, dass wir nach dem Frieden gehen und hier nicht beurteilen, sondern zusammenführen. Jeden Menschen sprechen lassen und nicht zensieren wie die Massenmedien. Tolerieren, akzeptieren. Denn solange wir gegen eine Meinung eines anderen sind, solange leben wir nicht im Frieden in uns und werden daher niemals Frieden im Außen finden. Ich möchte euch heute den Handexpress vorstellen. Stimme und Gegenstimme. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Die Völker haben ein Recht auf Stimme und Gegenstimme. Beim Thema Nachrichten sind wir sehr auf Glauben angewiesen. Wer fährt überall hin und sieht nach, ob es tatsächlich sich so zuträgt, wie uns berichtet wird? Unser Leben besteht viel aus Glauben. Du Verstandesmensch, warst du mit deinem Verstand dabei, als du gezeugt, geboren wurdest? Du glaubst fest, das sind deine Eltern, weil sie und andere es sagen und sie überzeugend wirken. Jeder kann das durch sein Herz, mit seinem Herzen fühlen, was richtig und was falsch ist. Was wahr und unwahr ist, kann er unterscheiden. Viele fühlen das Bauchgefühl. Prüfe also alle nachgerichteten Informationen, alle Informationen. Du bist mündig. Danke. So, das war's für heute. Cool, dass ein paar so durchgehalten haben bei dem Scheißwetter. Jetzt noch ein kleines Gedicht für den Nachhauseweg und dann